Herzlich willkommen zu Martins Morgenrunde. Mein Name ist Martin Reh und ich freue mich, dass du meinem Podcast folgst. Ja, mein Name ist auch schon fast mein Programm, denn wie alle Rehe liebe ich das Laufen. Bin ich ein Lauftier und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, jeden Morgen eine Runde zu walken, manchmal auch zu joggen. Und auf diesen Runden kommen mir sehr, sehr oft Gedanken, wie ich mein Business, meine Unternehmen, aber auch meine Kunden unterstützen kann auf ihrem Weg zum Erfolg, zur Erreichung ihrer Ziele. Und aus diesen Überlegungen ist unter anderem auch dieser Podcast Martins Morgenrunde entstanden. Was erwartet dich in diesem Podcast? Ich bin seit rund 30 Jahren als Unternehmer tätig, überwiegend in Deutschland, aber auch international. Schwerpunkt waren in meinen Tätigkeiten immer der Vertrieb und das Marketing. Ich habe rund 15 Unternehmen in dieser Zeit aufgebaut, mit eigenen Mitteln, mit eigenen Händen, teils sprichwörtlich. Und da habe ich natürlich einiges auch an Erfahrungen sammeln dürfen. So, und jetzt, wenn du mich so ein bisschen schnaufen hörst, kräftiger atmen, liegt das daran, dass ich gerade einen Hügel entlang gehe und es wird vielleicht auch das ein oder andere Hintergrundgeräusch geben. Das liegt in der Natur der Sache, denn ich bewege mich draußen. Ich hoffe dennoch, dass du mich gut verstehen kannst und freue mich, wenn du über diese kleine Nachlässigkeit hinweg siehst. Denn ich möchte meinen Podcast auch in der Umgebung erstellen, in der ich mich bewege und nicht nur am Schreibtisch sitzen. Ja, ich sprach davon, dass ich in 30 Jahren viele, viele eigene Unternehmen aufgebaut habe und dabei einiges an Erfahrungen habe sammeln dürfen. Und eine Erfahrung, mit der ich heute gleich mal anfangen möchte, hat auch etwas mit dem Thema Bewegung zu tun. Bewegung ist nicht nur für unsere Körper wichtig. Physiologisch werden so viele wundervolle und heilsame Prozesse in Gang gesetzt. Das Denken wird nachweislich durch viele, viele Studien belegt, unterstützt. Ich selber praktiziere seit vielen Jahren meine Telefonate dergestalt, dass ich dabei aufstehe, dass ich mich dabei bewege. Das hat in der ein oder anderen Umgebung immer wieder für Irritation gesorgt, wenn ich dann mit dem Telefon am Ohr herumgelaufen bin und teils auch sehr deutlich gesprochen habe. Aber gut, muss man drüber stehen. Bewegung ist aber auch ganz, ganz wichtig für dich als Unternehmer, als Selbstständigen oder auch als jemand, der sich mit dem Gedanken einer Neugründung befasst. Bewegung ist der Gegensatz, das Gegenteil von Stillstand. Und ich will damit zum Ausdruck bringen, dass Stillstand immer der Beginn von Niedergang, von Rückschritt ist. Wenn wir uns bewegen, dann kommen wir weiter. Wenn wir uns bewegen, dann erreichen wir unsere Ziele. Ohne Bewegung, ja, kannst du die tollsten Ziele dir vorstellen, kannst die tollsten Pläne aufstellen. Wenn du dich nicht bewegst, wirst du dieses Ziel nicht erreichen. Jetzt ist es auch ratsam, dass du dir, bevor du dich in Bewegung setzt,
Gedanken machst, wohin will ich mich denn bewegen? Was braucht es denn zur Bewegung? In meinem Fall ist es relativ einfach. Ich habe hier so meine Runden, über die ich besonders gerne gehe. Und viel brauchen tut es nicht. Ja, je nach Wetter vielleicht mal eine Regenjacke. Aber ansonsten braucht es nicht viel. Wenn ich jetzt, was ich auch sehr gerne tue, auf einen Berg gehe, schaue ich mir natürlich vorher das Wetter genauer an. Überlege, was brauche ich auf dem Weg nach oben zum Gipfel an zum Beispiel Essbaren oder zu trinken. Oder gibt es unterwegs eine Möglichkeit zur Einkehr? Ja, und auch im Geschäftsleben sollte ich mich, darf ich mich so verhalten und sagen, ja, ich habe meine Ziele, auf die bewege ich mich zu und ich plane den Weg dahin und bin gleichzeitig auch flexibel genug zu erkennen, oh, dieser Weg hier, der ist heute gesperrt. Es ging mir vorletzte Woche auf einer Bergwanderung. Ein wunderschöner Weg durch den Wald, angenehm kühl. Und es war eigentlich sehr, sehr heiß, aber da im Wald, wie gesagt, sehr erfrischend kühl. Und dann war dieser Weg gesperrt. Aufgrund von mir vermuteten Holzfellarbeiten, Baumfellarbeiten. Da ist es dann nicht ratsam, sich da weiter zu bewegen, weil einfach die Risiken zu groß sind. Also musste ich wieder umdrehen und mir einen anderen Weg suchen, der mich dann in der prallen Sonne erstmal einige hundert Meter Höhendifferenz hat überwinden lassen. 2-3 Kilometer Wegstrecke. Und es wurde schon kräftig, mächtig warm. Und da war ich sehr, sehr froh darüber, dass ich in meiner Planung auch an solche wenig vorhersehbaren, schwer planbaren Änderungen, Behinderungen gedacht hatte und ausreichend zu trinken dabei hatte. Wieso erzähle ich dieses Beispiel? Für mich ist es eine schöne Geschichte, ein schönes Bild davon, A, wie wichtig Ziele sind, B, dass ich meinen Weg hin zum Ziel auf den Berg, auf den Gipfel durchaus planen und vorausschauend antizipieren und mir überlegen kann. Ich aber zum Weiteren auch davon ausgehen darf, dass sich immer wieder Änderungen auf dem Weg ergeben und ich mich vor allen Dingen in Bewegung setzen muss. Denn ohne Bewegung kommt es zu keiner Veränderung. Bleiben wir stehen, bleiben wir stillstehen und wundern uns, wieso wir unsere Ziele, unsere Träume, unsere Visionen nicht erreichen, unsere Hoffnungen nicht erfüllt werden. Ja, das sind so meine ersten Gedanken zum Thema Bewegung. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bleibst mir gewogen. Ich melde mich in den nächsten Tagen wieder aus der Bewegung und freue mich, wenn du mir dann wieder folgst. Wenn du möchtest, kannst du mir gerne im Anschluss einen Kommentar geben, ein Like geben, gerne auch eine Frage stellen. Weiter unten sind meine Kontaktdaten eingeblendet und besonders freue ich mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst und auch weiterempfiehlst. Alles Gute, alles Liebe, herzliche Grüße, dein Martin. Servus.